Mein Name ist Silvan Claudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Tamás Georgadze, der CEO von Raisin. Bei Culture Coffee sind wir ja ständig auf der Suche nach der Essenz von Führung, Führungskultur, Unternehmenskultur. Was ist denn eigentlich Führung? Wie würdest du das definieren, wenn man versuchen würde, das jetzt jemand zu erklären? Was ist das? Ich glaube, die Essenz ist eigentlich, dass man versucht, das Beste aus den Leuten rauszubringen. Und zwar aus denen, die vom verschiedenen Hintergrund, verschiedene Motivationen zu einem Unternehmen kommen. Und das Beste, was zum Unternehmenserfolg beiträgt. Und da gehört sehr vieles dazu. Also das eine ist tatsächlich Unternehmenserfolg für den Leuten motivierend machen. Also das ist das A und O, weil Generierung von Gewinn oder Exit einer Firma ist nichts, was einen Menschen motiviert, mich inklusive, sondern tatsächlich, das ist ein positiver gesellschaftlicher Beitrag, also für die Kunden und für die Anbieter auf der Plattform. Das zweite ist tatsächlich, die richtigen Leute anzuziehen und dann die zu einer Leistung zu bringen, die sowohl Spaß macht, wie auch nachhaltig ist. Also das heißt, wo man tatsächlich sehr viel beiträgt, aber wo man auch die Lust am Arbeiten nicht verliert und eine Balance bewahrt wird, ja, von effektiv beitragen und zugleich das als Bereicherung für sich sehen. Und eine gute Führungskraft ist, die genau das schafft, ja, also das gute Vision, die Leute motivieren und dabei eine Balance halten. Und da hast du jetzt so ein bisschen über die Outputs gesprochen. Was ist das Ergebnis von guter Führung? Ich frage mich auch, was sind die Inputs? Also was kommt da rein, damit das rauskommt am Ende? Ich glaube, dass das Erste, was dazu gehört, ist gewisses Alter und Erfahrung. Ich bin ja einer der Ältesten bei uns in der Firma, von daher verteidige ich. Ich bin knapp über 40, so 41, ich bin 42 dieses Jahr. Also das heißt, ich bin eher so am oberen Ende. Unser CTO ist über 50 und so weiter. Es gibt Leute, die dann auch mehr Erfahrung besitzen als ich. Ja. Aber wenn ich auf mich zurückblicke, so vor 10, 15 Jahren, ist natürlich... Man wird reflektierter, also man hat, man versteht auch, dass tatsächlich die Aufgaben immer multidimensional sind. Das ist, wenn man eins zu sehr ausreizt und zu sehr auf Geschwindigkeit setzt, dann geht zwangsläufig Qualität dabei verloren. Mhm. Wenn man zu sehr auf eine Dimension vom Ergebnis jetzt beim Kunden setzt, dann gehen andere Dimensionen verloren. Ja? Also entweder schaffen wir Qualität in der Masse gut oder wir schaffen das Wachstum gut. Aber multivariat. Das ist, genau, also das heißt, das Zweite ist Feedback und eigene Perzeption, also Feedback aufnehmen können und damit wachsen können. Also das heißt, positiv gestalten. Das ist auch ein gelerntes Verhalten. Mir hat tatsächlich meine Station bei McKinsey sehr geholfen, weil es Feedback ein Teil der Kultur ist und man versucht, sowohl Feedback positiv zu geben, also auch positiv zu framen, wie auch aus dem Feedback dann was Positives zu gewinnen und zu sagen, okay, wie ändere ich mein Verhalten, dass das nächste Mal Feedback besser ausfällt und dass die andere Person mehr Spaß und mehr Benefit aus der Interaktion mit mir sieht. Ja. Das Dritte ist einfach, Führung ist auch immer tatsächlich im Ergebnis Fähigkeit, Unsicherheit zu ertragen. Und wir haben auch sehr viel Unsicherheit, also vor allem in der frühen Phase ist das erforderlich. Und die kannst du nur lernen, wenn du auch die Zeiten von Unsicherheiten selber erlebt hast. Ja. Bei mir jetzt persönlich in meiner Vita, ich bin in Georgien eigentlich mitten im Bürgerkrieg groß geworden. Also ich bin in die Uni gegangen, da war in der Hauptstadt in der Tat, waren kriegerische Auseinandersetzungen. Und das ist natürlich etwas dramatisch, ja, aber ich glaube, eine gewisse Unsicherheitstoleranz hilft bei sowohl kühlen Kopf bewahren, wie auch die Entscheidungen so treffen, dass die ausbalanciert sind. Was ein bisschen schwierig jetzt für mich, die Brücke von den Kriegszuständen zu der nächsten Frage zu bringen. Die nächste Frage ist eigentlich rund um, wenn jetzt Führung mal nicht so gut ist. Und es gibt diesen Spruch, den ich eigentlich so ganz bezeichnend finde, people join companies, but they leave managers. Das passiert ja sehr häufig eigentlich. Kann man da überhaupt was gegen tun? Man kann es transparent machen. Das eine, was wir machen, ist tatsächlich, seit ein paar Jahren haben wir, ich glaube, das dritte Jahr hintereinander 360-Grad-Feedback, wo wir tatsächlich Feedback zu Führungskräften auch erfragen.
was für einen selbst komplett transparent ist, also natürlich die Feedbackgeber anonymisiert, aber man sieht auf allen Dimensionen, wo man steht. Mhm. Und ein Trigger ist dazu, dass die Führungskräfte sich externe Hilfe holen. Mhm. Externe Hilfe heißt, wir haben Coaches, die, also man hat dann auch eine Coaching-Relationship, das heißt entweder man sucht sich einen neuen aus oder mit dem man im Vorjahr das Gespräch geführt hat, wo man dann darüber reflektiert und zwar über Dimensionen, die man dann gemeinsam als auffällig ansieht. Mhm. Das ist das eine, also tatsächlich Transparenz reinbringen und dann die Möglichkeit geben, an den Themen zu arbeiten. Das zweite ist, wir messen auch die Mitarbeiterzufriedenheit insgesamt. Mhm. Da sind natürlich, wenn man nach Abteilungen oder Bereichen durchschaut, kommen immer wieder Auffälligkeiten. Ja? Warum sind die jetzt einen motivierter? Warum sehen die anderen jetzt ihre eigene Wirkung im Unternehmen stärker und die Verzahnung in dem Ergebnis als die anderen? Also es findet ausreichend Kommunikation statt. Das heißt, man kann da schon gezielt vorgehen. Ich glaube, es gibt insgesamt so eine eher toxische Unternehmenskultur, die man auch kreieren kann und eher eine auf Konsens bedachte. Wir sind eher so auf der konsensbedachten Seite. Mhm. Ich glaube, wenn es bei uns tatsächlich Weggänge gab, die wenigsten von denen waren von einer Führungskraft getrieben, sondern wenn, dann sind es andere Faktoren, die das treiben. Also sei es jetzt Gehaltswettbewerb, Perspektive, was ist die nächste Stufe, die nächste Position, schwierig in einem kleinen Unternehmen zu schaffen, eher als die Führungskraft hat eine schlechte oder falsche Kultur geschaffen. Klingt so methodisch, wie du das beschreibst. Also was ich auch ganz spannend finde als Methode, ich weiß nicht, ob du das kennst, Situational Leadership nennt sich das Konzept und das spricht eben gerade davon, dass man ganz unterschiedliche Situationen unterschiedlich bedienen muss, je nachdem, wann man mit einer bestimmten Person spricht oder auch mit welcher Person man spricht. Ich finde, da ist ganz viel Wahrheit drin, aber es ist auch gar nicht so leicht zu wechseln und zu erkennen, was da jetzt gerade gewollt ist. Wie machst du das und oder gibt es bei euch eine bestimmte Methode, wie ihr damit umgeht? Also ich finde, man behält das, was man interessant beim Lesen findet. Ich glaube, Ben Paul Horowitz hat dieses Wartime und Peacetime CEO. Ja, Bilder, das stimmt. The Hard Thing About Hard Things. Genau, The Hard Thing About Hard Things. Ist ein sehr gutes Buch, wirklich, empfehlenswert. Und da ist das ähnlich, aber da geht es tatsächlich auch um, dass die richtig gute Führungskraft ist, die beide Situationen meistern kann. Also tatsächlich in friedlichen Situationen Leute motivieren, Wachstum managen, richtige Leute heiren und dann in schlimmen Situationen tatsächlich sehr hart, manchmal über Gebühr, manchmal zu hart reagieren. Ja. Mhm. Und das ist schwer, halt irgendwie sowohl Nice Guy zu sein, wie auch das Gegenteil davon, wenn die Situation das erfordert. Deshalb, also ich glaube an das Konzept Situational Leadership und wir haben es auch natürlich erlebt. Ja. Es gibt Zeiten, wo es tatsächlich nur darum geht, genügend Kollegen zu finden und das Wachstum zu untermauern mit den Prozessen und mit dem nötigen Manpower und Situationen, wo man sich einigeln muss und sagen muss, okay, lass mal überlegen, wie wir nächste 6 Monate schaffen. Ja? Und der Switch dazwischen, der ist manchmal auch für einen selbst schwierig, ja? Weil man dann auch 2 Gesichter dann hat. Erinnert mich ein bisschen an meine eigene Gründungserfahrung. Ich fand es für mich persönlich nie so schwer, mit dieser Unsicherheit, die du vorhin ja auch besprochen hast, umzugehen. Na klar gibt es Momente, wo das irgendwie schwer ist, aber grundsätzlich dieses ganze White Noise, was da draußen ist, einfach so wegzuschieben und sagen, okay, das ist der nächste Schritt, den wir machen und dann von da aus gehen wir weiter, das fiel mir nicht so schwer. Gleichzeitig aber für jemanden, der vielleicht nicht so gepolt ist oder der die Erfahrung auch noch nicht gemacht hat, zum Beispiel jetzt den durchschnittlichen Entwickler, der noch nie selbst gegründet hat, der ist ja vielleicht ganz scheu, wenn er auf einmal Unsicherheit spürt und dann sagt, jetzt hier irgendwie verändert sich was, gibt die Company übermorgen noch oder sowas. Ne? Also ganz schön schwierig dazwischen zu navigieren, finde ich. Ja. Ich glaube, also was bei uns, was wir sehen, ist, das Einzige, was die Leute konsistent von Tag 1 mehr fordern, ist die Kommunikation. Mhm. Und da kann man nie genug davon haben. Und am Ende ist es, natürlich ist es auch zielgruppengerecht, aber man muss schon sehr viel Transparenz auch den Leuten geben. Ja, auch das Gefühl, also wenn es tatsächlich Nervosität gibt, dann die jetzt nicht aussparen, sodass sie dann aus dem Flurfunk hören, dass da irgendwas im Gange ist und wir überlegen folgende Schritte, sondern tatsächlich zu sagen, dass die Situation irgendwie, das ist das, wo wir die Challenge sehen und das ist das, wie wir es adressieren, kann richtig oder falsch sein, aber wir brauchen alle eure Hilfe. Ja? Und das zahlt sich immer aus, also Transparenz hat sich bislang bei uns immer ausgezahlt gegenüber den Kunden, den Mitarbeitern, den Partnern, weil dann arbeitet man gemeinsam oder eben nicht. Ja? Oder sagt einer, okay, das kaufe ich jetzt nicht,
da bin ich halt morgen weg. Da hat man es auch zumindest schneller rausgefunden und kann dann wieder den nächsten Schritt machen. Ne? Da sind wir ja gerade schon mitten beim Thema Kommunikation und wie erfolgreiche Kommunikation aussieht. Transparenz hast du jetzt benutzt als eine Headline. Ist da noch was anderes drin? Hat gute Kommunikation oder effektive oder vielleicht erfolgreiche Kommunikation noch andere Elemente? Also eins, was wir gelernt haben, ist, dass es unterschiedliche Formate braucht, weil wir haben angefangen, wo wir tatsächlich im kleinen Raum, also kann man sich auch sehr gut vorstellen, in Whiteboard jeden Morgen All Hands gemacht haben. Das funktioniert natürlich an einer gewissen Größe nicht. Dann haben wir umgeschaltet und gesagt, okay, das braucht jetzt vielleicht nicht. Also wir machen in Teams weiterhin All Hands, aber dann führen wir jetzt noch gruppenweit oder firmenweit alle 2 Wochen. Dann haben wir gemerkt, okay, alle 2 Wochen ist halt auch Top-Down und Leuten ist langweilig. Wir wollen auch so ein bisschen variieren und dann auch so Themenschwerpunkte reinbringen. Das ist dann auch langweilig, weil es ist ja Beschallung von oben nach unten. Dann haben wir ein Format, wo wir Town Hall gemacht haben, wo alle Mitarbeiter anonym oder direkt was fragen können. Und das lebt auch da, also tatsächlich über wechselnde Formate, weil man kann es auch schwer abfangen, was so brennt und was wo die Leute Transparenz haben wollen oder Sicherheit oder tatsächlich wo die Guidance haben wollen. Ja? Mhm. Das machen wir immer so weiter. Also das heißt, alle Formate sind ja so, überleben 1-2 Jahre und da ist auch gewisse Leidenschaft dahinter, aber dann braucht man eine Änderung, wo die Leute sagen, okay, also es gibt das gleiche Ziel, aber irgendwie in andere Schläuche, in anderen gegossen und anders gelebt. Das ist wichtig. Das Zweite, was wichtig ist, ist, wir können ja gar nicht im Detail an alle Mitarbeiter kommunizieren. Das heißt, wir müssen halt im Management-Team sehr stark aligned sein, dass wir in unsere Teams und die Teamleiter dann quasi in ihre Teams dann selber das Richtige reintragen. Und das Richtige ist sowohl Unternehmensziele, wo wir einmal im Jahr uns tatsächlich im Offsite alle zusammen darauf einschwören, wie auch Quartal für Quartal OKRs gemeinsam definieren und auch gemeinsam anschauen, auch jeder in der Firma auch Transparenz hat darüber, wo stehen die anderen Teams, woran arbeiten die. Und die Transparenz geht auch so weit, dass jeder unserer Mitarbeiter am Morgen die Performance-Zahlen der gesamten Firma bekommt. Die alle haben zum Luca Access und können alle Daten bis in die tiefste Ebene sich dann anschauen. Weil, so dass wir halt über das Gleiche sprechen, ja, dass da nicht Informationsvorsprung gibt, der dann zu Misskommunikation führt. Genau, also das ist aber auch wiederum, also wir machen da sehr viel, aber das ist auch der eine Punkt, der dann immer aufkommt, ja, wir könnten ja mehr kommunizieren.